Elena Deutsch. Dann gibt es Leute, die fragen, ja, bist du Holländerin? Hä? Was, Holländerin? Holländerin? Ja, weil sie irgendwie das Dialekt erkennen sie nicht. Akzent und ein Welsch tut eh nicht so reden. Ich bin bei der Brasserie Blanche-Bière in Delémont im Jura bei Elena. Du hast die Brauerei gegründet. Zusammen mit meinem Mann, ja, haben wir die Brauerei in 2012 gegründet. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Zuerst war es so eine Lust, mal Bier zu brauen, weil wir hatten immer so große Gespräche, wie wir die Welt verbessern könnten. Und am besten sollte man alles selber machen und pflanzen und Kleider und alles selber. Und Autogestion ist doch die Lösung. Und dann für diese tollen Gespräche hatten wir immer so eine Pharma-Bier im Hand, so eine Scheißbier eigentlich. Industrie. Und Industrie. Dann haben wir gefunden, ja, eigentlich die Basis von unserer Diskussion ist genau das, was wir kritisieren. Also jetzt fangen wir an, selber Bier zu brauen. Ja, ja. Und so hat es eigentlich angefangen. Ja? So gründet man eine Brauerei, die schauen wir uns jetzt an. Das ist unsere Brauanlage. Da wird zweimal in der Woche gebraut. Am Dienstag 2 Süd und am Mittwoch 1 Süd. Diese Anlage wurde extra für uns auf Maß gebaut, der von Wengert. Weil, also hier ist es groß und wir haben breite Türen, aber im Rue Blanche war es viel kleiner und enger. Ja, okay. Und das Tür war nur 82 cm breit. Und das ganze, die ganze Anlage musste durch diese 82 cm reinkommen. Und das war wirklich Millimeter. Und deshalb eine extra Anfertigung. Genau. Und es ist Handarbeit. Und das ist natürlich etwas, das uns am Herz liegt. Ja. Das ist der Dienstag Süd und das ist der Mittwoch Süd. Und dann wird es am Donnerstag und Freitag gefüllt in der Flasche am Donnerstag. Und Fass werden am Freitag gefüllt. Alles in dem Raum hier. Und halbautomatische Flaschenabfüllanlage, schön eigentlich. Ne? Ja, das war das neue Spielzeug. Es hat lange Monate gebraucht, bis wir es wirklich beherrschen. Da kommt mal im Kühllagerraum, also etwa 15 Grad. Da im Winter. Ihr macht Flaschengärungen. Flaschengärungen, ja. Zweite Gärung, 3 bis 6 Wochen, je nach Rezept. Ja. Flaschen bleiben hier, bis sie bereit sind. Das ist so Weizenbier. Und die Flaschen sind mit Siebdruck beschmuckt. Wow. Und ihr macht Bio, gell? Alles ist Bio. Ja. Und für die Aleatoire brauchen wir sogar Lokalzutaten. Aleatoire hier ist eine Flasche, aber nicht zweimal das gleiche Bier. Was heißt Aleatoire? Willkürlich. Ah, willkürlich. So, jedes Mal eine andere. Und zwar, es geht darum, dass wir so Saison schaffen mit Lokalzutaten oder mit speziell Melze, wie zum Beispiel das Juramalz. Juramalz kann nicht von Weiermann sein. Nein, also sonst brauchen wir schon Weiermann-Malz, wie jede Brauerei, oder? Mhm. Aber wir brauchen auch für unsere Blonde Malz aus dem Jura. Und das Projekt Malzerei hat mit uns vor ein paar Jahren gestartet. Also eigentlich gleich wie die Brauerei haben wir angefangen, uns an Malz zu interessieren. Haben wir selber geprobt, haben wir Ausbildung gemacht und Prototypen, Malzerei-Prototypen gebaut. Da hat wirklich alles angefangen. Da haben wir jetzt alle Versuche gemacht. Wie funktioniert das? Da hat es Gerste. Und voilà, du nimmst die Gerste, machst das so auf den Tisch. Dann wird der Tisch aufgefüllt mit Wasser, ein paar Stunden, dann wieder abgefüllt, aufgefüllt, abgefüllt. Dann tut es an zu keimen. Und dann geht das alles in den Ofen. Aber das ist wirklich unser kleines Labor mit so einem kleinen Tisch, was gut ist. Du kannst alles ausprobieren. Keimen wird dann nachher nicht so in so einem Tisch, wird dann direkt auf dem Boden. Dann kann man dann auf einmal ungefähr eine Tonne machen. Hier. Und jetzt gehen wir runter, um den Ofen zu zeigen. Das ist unser erster Ofen. Den habe ich umgebaut. Oh, wir haben sogar noch Malz drin. Da hat es noch das Keimen, das drauf ist. Wie ein Bärtchen. Jawohl. Das muss jetzt weg. Das kann nicht bleiben. Aber das ist gut, schön getrocknet worden. Was ist das? Ursprünglich ein Pizzaofen, oder? Also nein. Das ist ein ganz alter Laborofen. Zum Testen machen, zum Sachen austrocknen, wirklich. Ja.
Und du siehst, wenn du mit dem arbeitest, hast du das Gefühl, du tust ein altes U-Boot fast anmachen. Das macht riesigen Lärm. Aber es funktioniert. Und das wird dann unser neuer Ofen. Wir haben dann so zwei Ofen. Das ist der erste. Der zweite kommt noch. Und die werden dann direkt unter dem Loch hier installiert. Also oben dran wird dann gekeimt. Und dann geht das direkt in den Ofen rein. Und dann, boom, ist alles fertig. Und dann kamen tolle Leute, die das Projekt übernommen haben sogar. Ja. Und jetzt ist es ganz bald eine Kooperative, die Statuten sind geschrieben, wir haben 45 zukünftige Kooperateure. Ja. So. Und die Malzerei in Delémont wird, also produziert schon Malz und eben wir machen dieses Blondbier und im Sommer wird das Blond am Fass nur mit Juramalz. Aus der Region wirklich? Region, ja. Und für uns ist dann auch echt ein Produit du Terroir. Ja. Weil das Geschmack von Malz von hier hat natürlich nicht das gleiche Geschmack wie Malz aus irgendwo in Europa. Ja. Ja. Und das Handarbeit spürt man auch. Es gibt nicht zweimal das gleiche. Und eben das Blond aus dem Jura machen wir regelmäßig, aber es ist auch nicht immer das gleiche. Und das finde ich eben schön am Handarbeit und Handwerk. Kraftbier. So genau. Ich war am Anfang nicht so motiviert. Ich habe Fashion Design studiert, also nicht so brauzig und habe auch nicht so viel Bier getrunken. Aber ja, beim Machen hat es mir immer mehr das Geschmack gegeben von gutes Bier erstens und tolles Arbeit anders. Und ja, ich hatte Respekt. Respekt war, das ist super. Also, dann habe ich noch eine andere tolle Geschichte. Pferdewagen! Das ist eine mobile Buvette. Mobile Buvette, wo wir im Sommer im Cour du Château, Garten vom Schloss in Altstadt. Wir sind ja super. Oder? Da wird es serviert. Die Zapfmaschine ist schon da. Ein Pferdewagen. Ja, das ist typisch vom Jura, oder? Ja, klar, stimmt.